Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu Rift. Beim letzten Mal haben wir einige Mobs getötet und das Ganze etwas leiser. Was ich jetzt auch wieder habe, es ist gerade kein Spielsound da. Leute, ich glaube bald, wir müssen uns da einen Hintergrundsound in Rift anlegen. Ich habe beim letzten Mal in der Aufnahme gemerkt, dass wir irgendwie ganz schön ruhig im Hintergrund sind. Es beschwert sich aber auch keiner, ne? Wenn ich dann doch mal irgendwie nichts sage. Dann, was soll ich sagen? Dann ist halt da irgendwie gar kein Sound. Und jetzt gerade haben wir das auch wieder. Gerade eben lief die Musik noch. Und jetzt ist sie irgendwie aus. Und ich kann nichts anderes machen als warten, dass sie vielleicht wieder startet. Ich weiß es nicht. Könnt mir bitte mal in die Kommentare schreiben, ob ihr ein Problem damit habt, wenn ich ganz minimale, leise Hintergrundmusik mache, die nicht unbedingt zu Rift passen sollte. Weil das ist mir irgendwie, das ist mir zu leise. Und es läuft ja Musik, also ganz, ganz, ganz minimal, glaube ich. Vielleicht ist die auch einfach nur zu leise eingestellt. Ich habe sie jetzt mal ein bisschen hochgedreht. Ich probiere das jetzt mal aus, diese Woche wollte ich schon sagen, diese Aufnahme. Weil letztes Mal war ja gar kein Musiksound mehr da und ich dachte, oh mein Gott, es ist so leise. Ihr habt genug niedere Schemen erledigt, um es für unsere Forscher etwas sicherer zu machen. Zumindest für einige Zeit. Diese Schemen haben in dieser Woche drei meiner Assistenten vertilgt und ich kann nicht ständig neues Personal anfordern. Gute Leute sind teuer und die Arkane Hand hat schließlich keinen Goldesel im Keller. Oh, Entschuldigung, da kam gerade ein Gegner durch. Alles Gute. So. Erstaunlich. Die Tafel berichtet von einem Magier namens Enkanen. Er misstraute der Einberufung, die sein König geplant hatte. Er fing an, eine Schutzvorrichtung zu bauen, starb jedoch vor der Fertigstellung. Ich nehme an, seine Schüler waren nur teilweise geschützt, als die Einberufung zuschlug, und so wurden sie in die Enkarus verwandelt, wie wir sie heute kennen. Okay. So, das wäre unser Hals, den wir gebrauchen können. Genau. Lasset eure Feinde euch niemals nachschleichen. Wir haben hier immer noch Quests. Es ist unglaublich. Ich habe keine Ahnung, wie lange das noch dauert. Ich habe gedacht, wir sind hier bald fertig. Aber irgendwie nimmt das hier gar kein Ende mit den Quests. Podozavus, ich glaube, so spricht man es aus, umgibt sich mit fremdartigen, zombieähnlichen Kreaturen, die die Etianer als Enkarus bezeichnen. Mächtige Magie von der Art, wie er sie bei Harlans Klage entdeckt hat, zieht sie an. Podozavus schützt sich mit ihnen vor der Bestrafung durch die Arkane Hand und sie müssen zerstört werden. Okay. Bietet ihr Hilfe an? Unter den niederen Schemen gibt es ein ganz besonders großes Exemplar, das Netarius genannt wird. Für uns war er immer eine Nummer zu groß, aber jemand von den Auserwählten könnte ein solches Wesen der Dunkelheit mit Sicherheit bezwingen. Kann ich euch davon überzeugen, eine Herausforderung dieser Größenordnung anzunehmen? Natürlich. Es ist furchtbar, aber einer von uns wurde von diesem Wahnsinn erfasst. Podozavus war einer unserer mächtigsten Magier, aber nun ist er von Enkarus besessen und will sogar ihr König werden. Er hat zwei unserer Leute erschlagen, die versucht haben, ihn zur Vernunft zu bringen. Er muss aufgehalten werden. Gute Okay. Reise. Und da unten haben wir immer noch, glaube ich, die Escort-Quest, wenn ich mich nicht irre. Wenn ich mich nicht total täusche. Bin mir ziemlich sicher. Jetzt müssen wir aber erstmal zurück in dieses Gebiet, was wir jetzt schon seit, ich glaube, jetzt seit 3 Wochen bewandern. Also 2 Wochen auf jeden Fall. Ich hoffe, dass wir damit bald mal durch sind, weil so langsam wird es ja doch langweilig, ne? Immer dasselbe Gebiet hier zu besiegen. Immer wieder dieselben Mobs zu sehen.
So. Ja, meine Lieben, wir gehen mit strammen Schritten, sage ich immer, auf Halloween zu. Ich bin ja zu Halloween dieses Jahr nicht zu Hause. Ansonsten hätte ich vielleicht ein kleines Halloween-Event, einen kleinen Halloween-Stream gemacht. Aber dadurch, dass ich nicht zu Hause bin, hat sich das Ganze natürlich erübrigt. Und ja. Aber naja, wir hätten sowieso am 1. November alle wieder arbeiten müssen. Deswegen wäre das vielleicht eh nicht so gut gewesen, so großartig lange aufzunehmen. Wobei ich sagen muss, ich habe keinen Kalender hier im Raum. Ich weiß gar nicht, ob der 1. November ein Wochentag oder ein Samstag oder Sonntag ist. Das weiß ich jetzt gerade überhaupt nicht. So, dann gucken wir mal. Ja, was war die Woche so bei mir los? Ehrlich gesagt nicht viel. Für die Leute, die nur Rift schauen, erzähle ich meist mal ähnliche Sachen wie bei ArcheAge. Erkläre so, was los war. Erkläre, warum ich zum Beispiel wieder mal nicht gestreamt habe. Die meisten von euch gucken meinen Stream ja nicht. Aber ja. Ich bin halt so ein Mensch, ich erwähne das oft genug, sodass es in Erinnerung bleibt und vielleicht verirrt sich doch jemand mal in meinen Stream rein. Die Hoffnung habe ich ja. Ja, jedenfalls habe ich die Woche, habe ich geschwänzt, wollte ich gerade sagen. Nein, ich war krankgeschrieben ab Dienstag. Montag war ich noch auf der Arbeitsstelle, habe aber gemerkt, dass da irgendwie was nicht in Ordnung ist. Ich hatte, glaube ich, ja letzte Woche schon erwähnt, dass ich so ein bisschen kränkel. Aber dadurch, dass ich Urlaubsvertretung gemacht habe, war ich der Meinung, dass ich das hinkriege und habe auch durchgezogen, was sich halt diese Woche dann bemerkbar gemacht hat. Mein Körper war dann der Meinung, dass ich eine Pause brauche und hat aus der Erkältung einfach eine Blasenentzündung gemacht. Und ab einer Blasenentzündung bin ich alles, aber nicht zimperlich. Weil ich habe das eine Zeit lang wirklich, muss man so sagen, chronisch gehabt. Und das ist echt uncool. Ich hatte da jeden Monat meine Blasenentzündung. Und das kann ich nur sagen, das ist mega nervig. Bis sich rausgestellt hat, woran das liegt. Das haben wir dann behoben und damit waren auch die Blasenentzündungen Geschichte. Aber ja, und dann dachte ich, das fühlt sich ganz wie eine an. Und nein, ich habe kein Interesse daran. Und ich war halt in dem Sinne unsicher, weil die noch nicht so weit fortgeschritten war, wie ich sie sonst kenne. Ich habe halt ein ganz anderes Kaliber von einer Blasenentzündung im Gewöhnungsstadium wie andere Leute. Und ja, ich habe mich dann aber irgendwie auch dank der Kollegin von mir dazu bereit erklärt, zu sagen, okay, nach der Arbeit fährst du ein bisschen früher zum Arzt, du hast in dem Sinne keinen Verlust, du hast eine Entschuldigung und so weiter und lässt deinen Urin einfach untersuchen und es war die richtige Entscheidung. Also, es war wirklich die richtige Entscheidung. Und ich habe auch gemerkt, die Woche hat mir wirklich sehr gut getan. Ich konnte mich wirklich ausruhen, entspannen und ja, war wirklich sehr angenehm. So, jetzt fängt der Hund da unten auch noch an zu heulen. Also jetzt ist echt bald hier die Schotten sind hier bald dicht, Leute. Wie komme ich da hoch? Muss ich hier weiterlaufen? Ich glaube. Die machen schon seit einer halben Stunde, machen die da unten ein Riesentheater. Deswegen weiß der liebe Gott nur. Das sind wir auch gewohnt, aber es ist bei Aufnahmen, es ist mega nervig. Inkarus Klingenmeister. Aha. Da ist er ja schon. Ich habe gedacht, ich muss höher hinaus. Umso besser. So, dann brauchen wir jetzt nur noch
vier, drei Leute von diesen. Wow, ein anderer Spieler. Leute, hier sind andere Spieler. Du siehst so selten andere Spieler in diesem Spiel. Müssen wir mal gleich wieder ein Kreuz im Kalender machen. Wir haben einen anderen Spieler entdeckt. Irgendwie muss ich doch da hoch, oder bin ich bescheuert? Aber wie kommt man denn da hoch? Ach, von der anderen Seite. Och Mensch. Nein, da wollte ich nicht runter. Ja, geh weg, geh, wo du wohnst. Ich muss hier einmal rum. Bin ich jetzt schon zu weit? Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Wieso werde ich nicht mehr an. Gott, ich bin ja komplett ver. Hä, bin ich jetzt gerade. Ja, ich bin komplett verkehrt. Oh Gott. Ich bin komplett verkehrt, Leute. Was ist denn das hier für einer? Haben wir den schon besiegt? Ich habe gedacht, ich kann hier irgendwie rechts rum, aber das kann ich gar nicht. Was das Ganze etwas umständlich gestaltet. Müssen wir andersrum laufen. Ich muss ja auf jeden Fall höher auf den Berg hinauf und da komme ich von der Seite nicht hinauf. Und das ist etwas blöde gerade. Hier müsste der Aufgang sein, wenn ich mich nicht komplett irre. Genau, hier ist der Aufgang. So, und hier haben wir, wenn ich mich nicht täusche, ein Artefakt. Oder sah das jetzt nur so aus? Das sah nur so aus, okay. Na gut. Ja, ansonsten war die Woche wirklich nicht viel los. Ich habe mich, wie gesagt, ich erwähne das heute zum dritten Mal oder so, keine Ahnung, ich wiederhole mich. Sorry. Ich habe mich einfach nur entspannt, habe mich ausgeruht und kann mit gutem Gewissen Montag wieder arbeiten gehen. Wo ist denn mein Eber jetzt schon wieder? Und wieso war der jetzt nicht bei mir? Ich bin verwirrt. Ach so, übrigens an dieser Stelle würde ich gern nochmal nachfragen für alle, die das letzte Woche irgendwie nicht gehört, gesehen, ich habe keine Ahnung haben. Wenn jemand weiß, wann in Rift das Halloween-Event startet, wir gehen mal kurz in den Shop. Das ist ja zurzeit nicht aktiv, das Halloween-Event. Das ist momentan wieder so ein komischer. Ich habe keine Ahnung, was für ein Event aktiv.
zeitlich begrenzte Angebote. Gut, also es ist gar kein Event aktiv. Wenn das Halloween-Event in Rift startet, würde ich mich freuen, wenn ihr Bescheid sagt. Weil ich gucken möchte, ob ich da vielleicht etwas Neues mir erfahren kann nebenbei, während der Aufnahme. Neben der Aufnahme. Ja. Da ich aber immer nicht weiß, wann diese Events laufen, ist das halt immer etwas unpraktisch. Also, falls ihr das wissen solltet, könnt ihr mir das mal gerne in die Kommentare schreiben. So, da vorne haben wir irgendwie ein Glitzer-Item. Da würde ich gerne hin. Dazu wird der Schlüssel von Erdimos, dem Erschaffer, benötigt. Okay. Und mir wird angezeigt, dass ich an dieser Stelle, fast genau an dieser Stelle, nach unten muss. Ich hätte felsenfest damit gerechnet, dass ich hier oben irgendwie was machen muss. Dann muss hier ja irgendwo eine Höhle sein, oder? Tatsächlich, da ist er ja. Das ist doch der Typ, den wir doch letztes Mal schon getötet haben, oder bin ich verkehrt? Für den Stein. Wieso müssen wir das jetzt nochmal machen? Oder hatten wir die Quest letztes Mal schon verfügbar, haben sie aber nicht angenommen? Ansonsten ist es total hirnrissig, dass ich jetzt hier nochmal hin muss. Weil ich den Typen ja machen musste, um die Tafel zu bergen. Das wäre ja total hirnrissig. Oder ist das... Nee, das ist der Typ, da bin ich mir sicher. Das ist ja merkwürdig. Ich hoffe jetzt inständig, dass das jetzt mal langsam hier der Schluss ist. Aber ich habe die Vermutung, dass wir hier nochmal rein müssen. In das Gebiet. Weil dieses Portal dort und diese Truhe mir ein wenig zusagen, dass wir dort noch mal hin müssen. Auch wenn es grausam schien, haben wir den Ankarios durch die Zerstörung einen Gefallen getan. Sie sind gequälte Seelen, die dazu verdammt sind, mit einem unstillbaren Hunger in Telara umherzustreifen. Okay. Euch zu sehen. Das war eine betrübliche Sache, aber es musste sein. Protosavus hat seine Chance gehabt. Nun wird sein Schicksal anderen Magiern als Warnung dienen und die meinen, ihre Macht gebe ihnen das Recht, andere zu beherrschen. So, Geschicklichkeit. Könnten wir eigentlich austauschen? So, Netarius ist besiegt. Ihr seid wirklich eine große Hilfe. Ich wünschte, ich hätte noch 10 von eurer Sorte. Und noch eine Quest. Oh, Leute. Ich gebe aber, glaube ich, jetzt erstmal... Haben wir jetzt alle abgegeben? Nee, haben wir nicht. Wir müssten eigentlich auch noch eine Quest irgendwo anders abgeben. Ach, der Lauf nach der... Ja, okay. Hallo. Okay, ich habe gerade erfahren, dass wir eine weitere Woche lang keinen Nachschub erhalten werden. Die Jäger, die uns beliefern, haben einige Verluste zu beklagen und kommen nicht so schnell voran. Es hörte sich an, als könnten Mose, ihre Anführer, jemand mit euren Fähigkeiten brauchen. Ich glaube fast, Leute, dass wir bei diesem Lager schon... Nee, waren wir nicht. Okay, dann sind wir jetzt wirklich an der Stelle, dass wir die Escort-Quest machen können. Das
Werden wir aber, glaube ich, erst beim nächsten Mal machen. Oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, wie lange ich schon aufnehme. Das ist gerade wieder etwas unpraktisch. Nutzt die Kraft von Kozia und erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit. Okay. Dimensionsgegenstand, Streitkolben und irgendwas anderes. Bis sich unsere Wege wieder kreuzen. Wir machen noch, ich bin heute spendabel, wir machen noch die Escort-Quest und dann loggen wir uns Großartig, aber auch guter aus. Besuch. Ich bin bereit, loszulaufen. Okay. Führt die Flüchtlinge über den Groll Narbenbach. Also laufen die nur, wenn ich laufe. Okay. Wir müssen wohin? Dahin. Okay, gut. Dann geben wir mal uns Mühe, dass das hier alles klappt. Die sind nur ziemlich langsam. Das ist etwas unpraktisch. Was ist da vorne? Ach, das ist eine wiederkehrende Quest. Oh Gott, ich will den anderen ins Visier nehmen. Ich muss ja aufpassen, dass die Flüchtlinge hier überleben. Sehr schön. Das war's schon. Okay. Kehr zu am Grollnamen dann zurück. Okay. Ich habe gedacht, wir müssen die bis nach Dings bringen. Och, das ist ja jetzt easy gewesen. Das hätten wir ja schon viel eher machen müssen. Ich dachte, wir müssen bis nach Laternenhaken. Ihr seid mir auch welche. Hallo. Vielen Dank, dass ihr diesen Flüchtlingen eine Chance gegeben habt. Wenn ihr sie nicht beschützt hättet, wären sie alle von den Zentauren auf dem Weg nach Laternenhaken abgeschlachtet worden. Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass jemand von uns über dem Feuer eines Zentauren geröstet wird. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, meine Lieben, machen wir uns beim nächsten Mal auf den Weg in das unbekannte für uns unbekannte Jägerlager. Ich würde sagen, wir haben heute endlich dieses Flüchtlingslager. Das klingt vielleicht ein bisschen abwertend heutzutage. Das Lager hier abgeschlossen, endlich. Und beim nächsten Mal schauen wir uns das Jägerlager an. Wir sind jetzt Level 44 und ich hatte, glaube ich, mit Level 44 vor, nach Schimmersand zu gehen oder war es erst später? Nee, es war erst später, glaube ich, weil wir haben hier ja noch ein paar Quests über. Wir haben die Wundwaldregion hatten wir schon. Stillmoor haben wir auch noch vor uns. Stillmoor ist aber erst ab Level 45. Genau, ich glaube mit 44. Ich überlege gerade, wie war denn unsere Levelreihenfolge? Was hatte ich denn gesagt? Weil diese beiden Gebieten, Gott, die beiden Gebiete hier teilen sich ja jeweils einen Levelpool, würde ich jetzt sagen. Außer mit zwei Leveln Unterschied. Deswegen geht man hier natürlich später hin, weil das App 45 erst startet. Und bis 50 muss ich eigentlich sowieso questen. Ich weiß gar nicht, wo geht's denn eigentlich hin? Wo geht's eigentlich hin, wenn ich 50 habe? Ach genau, Glutinseln geht's ab 50. Und da möchte ich dann auch mit 50 hin. Also das sind in 6 Leveln. Wir haben jetzt noch 6 Level. Ich muss mal gucken. Ich würde beide Gebiete gerne anschauen. Schimmersand ist äußerst hässlich. Entschuldigung, aber ist wirklich nicht hübsch. Und Stillmoor ist so ein bisschen moorig halt. Ich würde fast sagen, dass wir mit 45. Spätestens mit 46 ins Schimmersand gehen und dann in Stillmoor auch noch ein, zwei Level machen. Wir gucken uns mal an, wie nächste Woche, wie das Jägerlager, wie groß das ist und entscheiden dann, ob wir mit 45 schon rübergehen oder erst mit 46. Dann würde ich praktisch 4 Level auf die beiden Gebiete aufteilen. Das ist überhaupt nicht ausreichend, das weiß ich. Aber wir können uns ja auch noch
Runterstufen, aber das bringt uns nichts, weil wir sind dann ja auch, wir kriegen ja dann noch EP. Aber egal, das kommt dann nächste Woche. Also nächste Woche geht es mit dem Jägerlager erstmal weiter. Wir bleiben nächste Woche erstmal noch in den Ödlanden, denke ich. Und ihr könnt mir bitte mal sagen, wie ihr das mit dem Sound gern haben möchtet. Jetzt ist es zum Beispiel auch sehr, sehr ruhig, wenn ich wirklich mal nicht rede. Und das passiert öfters mal, das wisst ihr. Finde ich es immer ganz angenehmer, wenn da irgendwas im Hintergrund läuft. Aber könnt ihr mir gerne mal schreiben, auch grundsätzlich, wie das Soundverhältnis hier ist. Ob das jetzt vielleicht ein bisschen zu laut war im Kampf oder so. Auf euer Feedback bin ich halt angewiesen. Ich wünsche euch an dieser Stelle jedenfalls eine wunderschöne Restwoche, ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns zum nächsten Mal, beim nächsten Mal wieder zu Rift. Macht's gut!